Ladies and gentlemen, please rise for Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands. And please, meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für die Königin der Niederlande, Königin Maxima und die Vorsitzende der G20-Präsidentschaft in Deutschland, Frau Angela Merkel und Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, die kanadische Premierministerin und die First Daughter Ivanka Trump, Nicola Leibinger-Kamela. Nicola Leibinger-Kamela, herzlich willkommen. And I hand over now to Miriam Meckel, Editor-in-Chief of Germany's largest. Ich möchte jetzt das Wort an Frau Meckel übergeben, das Professor für Medienkommunikationsmanagement, die dieses Podium leiten wird. Herzlich willkommen. Sie nicht so kompliziert sprechen. Sie sprechen Deutsch, ne? Englisch. Ja, ich würde sagen, fangen Sie an. Ja. Sonst fotografieren die noch eine ganze Stunde lang. So, good afternoon, everybody, and welcome to Berlin. Herzlich willkommen und willkommen zu diesem Podium mit 8 inspirierenden Frauen, die mit uns darüber sprechen wollen, wie wir mehr Unternehmerinnen, weibliche Unternehmerinnen schaffen können. Wir möchten darüber sprechen, welche Herausforderungen gibt es, welche Hindernisse müssen wir hier überwinden. Es freut mich sehr und es wäre eine große Ehre, dass ich heute hier moderieren darf. Die Teilnehmerinnen sind ja gerade bereits vorgestellt worden, deswegen können wir direkt mit der Diskussion anfangen. Die Zukunft von Frauen als Unternehmerin und in der Wirtschaft. Ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Ihre Königliche Höheit, wenn es angenehm ist. Wenn es in Ordnung ist. Wir werden hier Deutsch und Englisch sprechen und Sie haben dann Kopfhörer und können in der jeweiligen Sprache folgen. Die erste Frage geht also an Sie, Ihre Hoheit. Ich möchte mit Ihnen gerne anfangen, denn Sie waren ja auch die Sonderbotschafterin für inklusive Finanzierung im Bereich der Entwicklung seit 2009 und Sie sind auch die Ehrenvorsitzende des G20 Partnership für finanzielle Inklusion. Ist das immer noch die größte Herausforderung, wenn man Frauen einbeziehen will im Bereich der Wirtschaft, dass sie keine finanzielle Inklusion haben? Lassen Sie mich zunächst einmal damit anfangen, dass ich so froh bin, dass Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frauen jetzt auch in den G20-Prozess mit einbezieht. First of all, let me say that, zunächst einmal möchte ich sagen, es gibt da kein Allheilmittel, wie man Frauen wirtschaftlich stärken kann und mehr Unternehmerinnen bekommt. Und es ist jetzt nicht so, dass wir in den Niederlanden jede Menge Maßnahmen haben oder in Kolumbien, oder dass es da große Unterschiede gibt, was dort gemacht wird, um Frauen einzubeziehen. Aber finanzielle Inklusion ist einer der großen Stolpersteine, würde ich sagen. Allerdings ist es auch nicht der einzige. Die finanzielle Inklusion zusammen mit vielen anderen Themen ist etwas, worum wir uns kümmern müssen, damit Frauen wirklich auch wirtschaftlich gestärkt werden können. Das ist ein Thema, das ist ein ganz allgemeines Thema, ob wir jetzt über Afrika, Lateinamerika oder Asien sprechen oder auch mein Land, die Niederlande. Nur 1/3 aller Unternehmen werden dort von Frauen geleitet. Das heißt, wir haben hier noch sehr viel Arbeit vor uns. Wir haben die Möglichkeit, hier etwas zu tun. Wir sind auch schon dabei, wir machen auch bereits Fortschritt. Aber es liegt auch noch viel Arbeit vor uns. Was ich als Herausforderung sehe, abgesehen von der finanziellen Inklusion, dann müssen wir den Bereich der Wirtschaft und der Unternehmen insgesamt verbessern. Denn wenn es für ein Unternehmen einfach und angenehm ist, aktiv zu sein, erfolgreich zu sein, dann ist es auch für die Frauen einfacher.
Das heißt, wir brauchen hier die richtige Geschäftsumgebung. Manchmal gibt es eigentlich auch Gesetzgebung, die eher ein Hindernis sind. Manche Gesetzgebungen sind auch hilfreich und helfen dabei, dass Frauen wirklich aktiv werden können. Manchmal gibt es Probleme im Erbrecht. Manchmal sind es auch die Kultur, dass zum Beispiel die Frauen das Haus gar nicht verlassen können, dürfen, dass sie nicht einfach so zur Bank gehen können. Und dann haben wir natürlich auch das Thema der Familien. Wenn sie sich um die Familie kümmern müssen, dann haben sie viel weniger Freiheiten, können viel weniger mobil sein. Und wenn sie sich zum Beispiel auch darum kümmern wollen, dass die Familie gesund bleibt, dass sie gebildet ist, dass die Kinder eine Ausbildung erhalten und so weiter. Dann sind das alles Themen, die wir auch berücksichtigen müssen, weil das grundlegende, wichtige Themen für Frauen sind. Und dann haben wir natürlich das Thema von Kompetenzen, ob es jetzt um Lesekompetenz oder digitale Kompetenzen geht. Das meiste, was heutzutage im Bereich der Finanzierung passiert, das ist meistens damit verbunden, dass man eine Sicherheit braucht. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel kein Land hat, dann hat sie keine Sicherheit. Das heißt, das ist ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Wenn eine Frau nicht einfach so reisen kann, dann kann sie auch nicht einfach an die Märkte gehen. Sie kann auch nicht einfach ein Konto eröffnen oder auch einfach nur ein Netzwerk bilden, damit sie dann ein Unternehmen gründen kann, zum Beispiel. Ein weiteres sehr wichtiges Thema bei der finanziellen Inklusion von Frauen, von Unternehmerinnen überall auf der Welt ist, dass viele gar keinen Ausweis haben. Ohne Ausweispapiere ist es schwierig, ein Konto zu eröffnen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch um dieses Thema kümmern. Das heißt, es gibt sehr viele Themen, aber alle hängen letztendlich mit finanzieller Inklusion zusammen. Lassen Sie uns noch ganz kurz bei dieser Frage bleiben. Ich möchte mich kurz an Minister Freeland wenden. Vor 2 Minuten haben Justin Trudeau, der Premierminister, und Präsident Trump eine Initiative ergriffen, um Unternehmerinnen zu fördern. Da ging es auch um finanzielle Inklusion. Das hört sich toll an, aber brauchen wir so etwas wirklich in 2017? Brauchen wir da mehr solche Councils, solche Ausschüsse? Oder brauchen wir eher praktische Maßnahmen? Vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein. Es gibt keine französische Verdolmetschung. Ich weiß, es gibt keine Übersetzung aus dem Französischen, aber ich möchte damit anfangen, dass ich Bundeskanzlerin Merkel ganz herzlich dafür danke, dass sie uns hier eingeladen hat und dass sie den Mut hatte, dieses Thema so prominent auf die Agenda von G20 zu setzen. Deswegen ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Ihre Frage ist sehr, sehr wichtig und relevant. Kanada ist hier der Meinung, und ich weiß, dass auch Ivanka das im Weißen Haus vertreten hat, bei dem ersten Treffen zwischen Präsident Trump und Premierminister Trudeau, dass nämlich dieses Thema wirklich auf die Tagesordnung kommt, dass Frauen gefördert werden, denn beiden liegt das Thema sehr an Herzen. Und das ist etwas, was wir versuchen jetzt im Rahmen dieses Ausschusses, den es zwischen den USA und Kanada gibt, zu machen. Und es gibt dann immer die Frage, ja, wofür brauchen wir denn jetzt noch so einen Ausschuss? Wir brauchen mehr Aktionen, mehr Maßnahmen. Ja, das stimmt, aber man braucht natürlich auch Akteure, wenn man hier ein Fortschritt erzielen möchte. Und ich bin sehr stolz auf die kanadischen, amerikanischen Unternehmerinnen, die zusammengekommen sind und hart daran arbeiten. Und die Idee ist, dass diese Initiative wirklich auf diesen Unternehmerinnen beruht und dass sie sie vorantreiben. Es soll sehr dynamisch und kreativ sein. Und wir haben da ganz tolle Unternehmerinnen. Etwas, was im Rahmen des Treffens auch besprochen wurde, war der Zugang von Frauen zu Kapital. Darüber sprechen wir sehr viel, wenn es um Entwicklungsländer geht. Aber eines der Mitglieder, eine der Unternehmerinnen aus dem Council, sagte dann, es ist für einen Frauen viel schwieriger, an Kapital zu kommen, selbst in Kanada. Dabei halten wir uns ja wirklich für ein aufgeklärtes Land. Unser Premierminister hat ein 50-50 ausgeglichenes Kabinett mit Männern und Frauen. Er nennt sich selbst einen Feministen. Aber wie Königin Maxima gesagt hat, wir haben jetzt noch kein
weiblichen Staats- oder Regierungschef, Chefin gehabt. Ich weiß, Frau Bundeskanzlerin. Touché. Also, touché, da sind Sie uns voraus. Aber wie Königin Maxima schon gesagt hat, wir sind uns in Kanada und ich denke auch in den Vereinigten Staaten sehr bewusst, dass wir Frauen, dass wir Unternehmerinnen unterstützen müssen und auch die Ausbildung von Mädchen und Frauen. Und das ist etwas, was wir in den Entwicklungsländern machen müssen. Aber auch zu Hause gibt es durchaus noch sehr viel für uns zu tun. Und das Business Council möchte hier wirklich in beiden Bereichen tätig werden. Was wir noch nicht erwähnt haben, die Königin hat aber kurz angedeutet schon, dass es zum Beispiel viele Frauen gibt, die keine Ausweispapiere haben. Ich möchte Sie fragen, Frau Lagarde, aus makroökonomischer Sicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die Zahlen dann eher frustrierend oder eher motivierend? Beides. Können Sie das noch ein kleines bisschen weiter ausführen vielleicht? Natürlich, sehr gerne. Ich möchte zunächst einmal Danke sagen. Ich möchte der Kanzlerin ganz herzlich danken. Das erste Mal haben wir W20 in Türkei abgehalten und jetzt ist es hier und wir haben die höchste Vertreterin des Landes bei uns. Und es wird auch als einer der wichtigsten Punkte der G20-Agenda in Deutschland geführt und dafür möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte außerdem noch hinzufügen, dass man abgesehen von Geld, das man immer braucht für Initiativen, darauf haben Sie ja auch gerade schon hingewiesen und auch die Königin hat das erwähnt. Wir brauchen nicht nur Akteure, wir brauchen Aktivisten und Aktivistinnen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es ist eine etwas enttäuschende Situation, die wir hier sehen. Aber gleichzeitig ist das auch sehr aufregend, weil das bietet ja viele Möglichkeiten für Fortschritt. Sie haben die 30% Unternehmerinnen erwähnt. In Ländern mit niedrigem Einkommen ist es sogar noch viel weniger. Da sind es nur 25%, wenn wir von kleinen und mittelständischen Unternehmen sprechen. Zur Finanzierung brauchen Sie natürlich Kapital. Sie brauchen zum Beispiel Darlehen. Und da sind das nur etwa 20%, die überhaupt hier Zugang haben. Das heißt, das ist immer noch ein ganz großes Problem. Der zweite Punkt, den ich als Antwort auf Ihre Frage gerne machen möchte, ist, es ist wirklich eigentlich alternativlos, wenn man sich das aus makroökonomischer Sicht anschaut. Denn die Stärkung von Frauen und die Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft, da gibt es drei Vorteile. Erstens, sie fördern und steigern das Wachstum. Wachstum bedeutet Jobs. Wenn man jetzt die Geschlechterlücke in den Vereinigten Staaten schließen möchte, dann haben wir automatisch eine 5% größere Wirtschaft in den USA. Es wären 23% in Indien und in Japan wären es 9%. Das heißt, in allen Gesellschaften, ob jetzt mit niedrigen Einkommen oder ob es aufstrebende Länder sind oder industrialisierte Länder, überall haben wir eine größere Wirtschaft. Aber wer ist derjenige, lassen Sie mich kurz erst die anderen beiden Vorteile erwähnen. Man kann dadurch auch die Ungleichheit reduzieren. Man reduziert die Geschlechterlücke und dadurch schafft man Ungerechtigkeit oder Diskriminierung insgesamt ab. Es gibt vielleicht ein paar Kritiker, aber insgesamt kann man wirklich sagen, wenn man mehr Gleichheit hat, dann hat man mehr Wachstum und es ist auch nachhaltigeres Wachstum. Und der dritte Bonus ist, dass man eine diversifiziertere Wirtschaft hat, mit mehr Exporten, mit mehr Handel zwischen den Ländern. Und auch das fördert das Wachstum. Also von diesen drei Punkten ist doch ganz klar, dass wir die Frauen auch mit am Tisch brauchen. Warum ist das noch nicht so? Naja, da müssen wir noch was machen. Und das ist der aufregende Teil dabei. Darf ich ganz kurz als Aktivistin auftreten? Es gibt im Moment einige Pensionsfonds, einige Investoren, die sagen, gebt uns die Zahlen, sagt uns, wie das Geschlechterverhältnis ist und wie die Lohnlücke aussieht. Und einige sagen, ach, wir machen da schon ganz viel, das ist wirklich gut, wir gehen in die richtige Richtung. Nein, zeigt uns eure Zahlen. Dann können wir es bewerten und dann können wir weitermachen. Frau Finucane, vielleicht können wir noch ganz kurz bei den Zahlen bleiben. Denn es gibt Zahlen, es
gibt ja Unternehmen, die haben Frauen in den Aufsichtsräten oder im Vorstand und die sind oft viel erfolgreicher. Ja, das stimmt. Wir sind ein gutes Beispiel dafür. 40% unseres Management-Teams sind Frauen. 40% des Vorstands sind Frauen. Und auch 40% sind ganz verschiedener ethnischer Herkunft. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich möchte noch kurz auf etwas zurückkommen, was Christia gerade gesagt hat. Es ist, ich sage das jetzt aus Sicht einer Finanzinstitution, wenn man versucht, Entscheidungen zu treffen, wie unbesicherte Darlehen, das hat ja die Königin auch angesprochen, dann denkt man in einem finanziellen System darüber nach, wie kann man das Risiko reduzieren? Wie kann man das Risiko abpuffern? Wie kann man sich mit anderen Finanzinstitutionen zusammenschließen zum Beispiel? Ivanka Trump und Jim Kim haben hier einen entsprechenden Wortlaut auch gerade herausgegeben. Und wir sehen Wachstum und wir sehen auch Chancen, so wie Frau Ragazzi gerade erwähnt hat. Und wenn man erstmal erfolgreich ist, dann multipliziert sich das auch. In den Vereinigten Staaten haben wir sehr großes Wachstum gesehen bei Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die von Frauen geführt werden. Die sind sehr zuverlässig. Sie geben mehr Geld zurück an die Gemeinschaft. Und aus dem Grund allein wäre das schon wichtig. Aber ohne das Council, ohne eine Diskussion über die praktischen Themen, wie man das Risiko reduzieren kann, wäre das sehr schwierig, hier wirklich Fortschritte zu machen. Mrs. Trump, your op-ed in the FT was just mentioned. Frau Trump, Sie wurden gerade bereits angesprochen. Und bevor wir weiter ins Detail gehen, möchte ich noch ganz kurz etwas verstehen. Sie sind die First Daughter, also die Tochter des Präsidenten, und Sie sind auch die Assistentin des Präsidenten. Ein Teil des Publikums und insbesondere die Deutschen sind mit dem Konzept der First Daughter jetzt nicht wirklich vertraut. Vielleicht können Sie einfach ganz kurz erklären, wer Sie sind und wen vertreten Sie? Ihren Vater als den Präsidenten oder Ihr Unternehmen oder die Amerikaner insgesamt? Naja, also bestimmt ist es etwas schwierig. Ich bin auch ganz neu in dieser Rolle. Das ist knapp 100 Tage, noch nicht einmal. Und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende und aufregende Reise bis hierher gewesen. Sie wissen, dass ich Unternehmerin bin und ich bin auch im Privatsektor aktiv. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich sehr für die Stärkung von Frauen eingesetzt. Und ich bin sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier zu sitzen. Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für die Einladung. Es ist für mich wirklich sehr, sehr schön. Ich bin sehr stolz, dass ich mit all diesen Führungspersönlichkeiten hier sitzen kann und dass ich auch die Informationen, alles, was ich heute hier lerne, mitnehmen kann, auch meinem Vater mitbringen kann und dadurch dann hoffentlich auch zu einer positiven Veränderung beitragen kann. Also ich bin jetzt noch ganz am Anfang. Ich höre zu und ich lerne viel. Und ich versuche festzustellen, wie ich auch wirklich etwas bewirken kann. Ich wende mich dafür auch an das Council. Und ich spreche mit vielen Frauen und Männern und versuche einfach herauszufinden, wie man Frauen im Wirtschaftsleben stärken kann. Nicht nur bei uns in den USA, sondern überall auf der Welt, denn das ist ja alles miteinander verbunden. Und ich bin mir sicher, dass alles, was ich auf dieser Reise lernen werde, sehr wertvoll für mich sein wird. In der Financial Times ist ein Artikel veröffentlicht worden, in dem sie sagen, wir wissen, was funktioniert bei Frauen in Unternehmen. Wenn wir wissen, was funktioniert, warum machen wir das nicht? Erste Frage. Und die zweite Frage, sind Sie sicher, dass das, was für Sie als First Daughter funktioniert, auch für jede andere Frau funktioniert? Nein. Ich denke, wir machen 50% der Bevölkerung aus und es gibt da jetzt kein Allheilmittel für Frauen. Es gibt natürlich auch noch kulturelle Unterschiede in jedem Land oder auch innerhalb der Länder, innerhalb der Region. Es gibt große Probleme und ich bin sehr glücklich, dass ich in den USA lebe und dass hier die Probleme etwas geringer sind als in anderen Ländern. Aber nichtsdestotrotz, auch wir haben unsere eigenen Probleme. Und wenn man zum Beispiel daran denkt, dass
30% der Unternehmen von Frauen geführt werden, dann gibt es da noch jede Menge Wachstumspotenzial. Und von dieser 30% sind nur 16%, die auch unterhalb der Eigentümerebene wirklich viele Frauen beschäftigen. Das heißt, wir möchten Frauen, die hier wirklich auch langfristig erfolgreich sein können. Das ist eine sehr aufregende Sache, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Was sehr interessant ist, ist, dass man die Probleme ja identifizieren kann. Wir wissen, wie die Probleme aussehen. Und das sind eigentlich die gleichen Probleme überall auf der Welt, nur dass sie unterschiedlichen Gewichtungen auftreten. Und wir brauchen unterschiedliche Maßnahmen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und auf unseren Reisen und wenn wir mit vielen Menschen, die sich auskennen, sprechen, dann lernen wir viel über die verschiedenen Kulturen. Und Frau Bundeskanzlerin hat im vergangenen März gerade ein Gesetz zur Lohngleichheit und zur Transparenz verabschiedet, im Versuch, die Lohnlücke zu überwinden. Und das ist etwas, was wir uns alle anschauen sollten, um zu schauen, wie erfolgreich sind sie, wenn das dann jetzt alles in die Praxis umgesetzt wird. Wir brauchen eine dynamische Entwicklung. Es ist eine politische Diskussion und wenn wir zum Beispiel bezahlten Urlaub anschauen, die USA, das ist das einzige Land, wo es keine bezahlten Urlaub zugunsten von Familien gibt. Und da bin ich zum Beispiel sehr stolz auf meinen Vater. Lange bevor er das Präsidentenamt übernommen hat, hat er schon während der Primaries immer wieder Familien unterstützt und sich für die Unterstützung von Familien ausgesprochen.